90 Pure, Stage Small, Version 2023, Flying Horse 13, den wollen wir euch kurz vorstellen. Viele von euch wissen, dass ich ein kleines Herzchen geschlagen habe, nebst BMW für Porsche. Und die Idee da ist mir gekommen, als ich einen wunderschönen 356er Restomod, so einen Umbau, Racing-Style gesehen habe, in dieser Farbe. Ganz dunkelgrau, das Fahrzeug. Und auch den haben wir so lackiert. Das ist nicht die Original 90-Farbe, die sie uns eh schon abgeschaut haben, sondern der ist noch ein dunkleres Grau. Und ich nenne ihn Flying Horse, weil das auch Porsche hat das Logo gehabt. Das ist die Firma Mobil Gas, so ein Vorgänger von Mobil Oil in den 50er Jahren, das 13. So ist der Name zustande gekommen. Und dann wie immer Stage S Umbau, das kennt ihr. Wir haben hier jetzt die Version mit dem braunen Ledersattel, den könnt ihr natürlich auch schwarz haben. Kurzheck mit Kellermann 3-in-1, Nummernhalter seitlich und natürlich wie immer Akrapovic Auspuff dran. Dann haben wir Lenkerendspiegel natürlich dran. Auspuff ist gewickelt, hier jetzt in der Farbe Heat-Tape Titan. Und an dem haben wir als kleines Goodie noch gratis den Anzugschnorchel lackiert. Da habe ich extra mal einen 90 Pure genommen, die logischerweise mit Vollausstattung, mit einem ganz schönen Speicherrad. Die siehst du selten auf einer 90 Pure. Der TÜV so ist 16,4 der Basis-TÜV und dann, wie ihr wisst, ein Stage-S-Umbau kostet bei uns 14,9. Und weil wir das gerne gut unter die Leute bringen, kostet das Fahrzeug, so wie es da steht, mit der ganz teuren Speicherrädchen 21,4, gehört der wunderschöne 90 Pure Flying Horse 13 jetzt dann gerade rein.